Liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Schwestern und Brüder im Herrn, ich darf Sie und euch alle ganz herzlich grüßen am heutigen Heiligen Abend. Endlich ist es soweit, wir feiern Weihnachten. Der Heilige Abend ist da, wir feiern die Geburt des Jesuskindes. Im Advent haben wir uns entsprechend vorbereitet auf das Weihnachtsfest. Auf unterschiedliche Weise haben wir es getan. Jeder von uns hat so seine ganz besonderen Gebräuche, Traditionen, wie wir es tun. Ganz viele haben einen Adventskalender zu Hause, viele Kinder, aber nicht nur die Kinder, auch die Erwachsene haben Tag für Tag ein Türchen geöffnet und etwas Süßes ist dabei herausgekommen, bei anderen vielleicht auch inhaltliche Gedanken und Impulse. Ganz viele von uns haben natürlich einen Adventskranz zu Hause. Sonntag für Sonntag haben wir eine weitere Kerze am Adventskranz entzündet, als sprechendes Zeichen, dass es heller wird, je mehr wir auf das Weihnachtsfest zugehen. Und auch an den Sonntagen im Advent haben wir natürlich entsprechende inhaltliche Impulse mitbekommen. Mit einer Sehnsucht auf dem Weg zur Krippe. Mit einer Verheißung auf dem Weg zur Krippe. Mit Vertrauen auf dem Weg zur Krippe. Mit einer Botschaft auf dem Weg zur Krippe. So haben die Überschriften über die Familiengottesdienste im Advent gelautet. Und Stück für Stück sind wir näher auf das Weihnachtsfest zugegangen. Heute nun ist es endlich soweit, der Heilige Abend ist da und wir feiern die Geburt des Jesuskindes. Und so freuen wir uns nun auf das Weihnachtsevangelium und auf das Krippenspiel. In diesem Jahr 2020, das so ganz anders ist als die anderen Jahre, das bestimmt war durch die Corona-Pandemie, ist natürlich auch das Krippenspiel anders als sonst, nicht wie sonst in der Kirche, dicht gedrängt auf engem Raum, sondern hier im Freien. Aber wie ich finde, in diesem Jahr auf eine ganz besonders schöne und anrührende Art und Weise. Freuen wir uns nun auf das Weihnachtsevangelium und auf das Krippenspiel. Heute ist Weihnachten. Heute ist alles anders als sonst. Heute haben die Kleinen das Sagen. Ein Kind übernimmt die Herrschaft. Was? Ein kleines Kind soll herrschen? Wie soll ich das verstehen? Wer ist dieses so besondere Kind? Es ist Jesus. Dieser Name hat eine besondere Bedeutung. Er heißt Gott rettet. Jesus bringt uns Frieden und Freiheit, Hoffnung und Gerechtigkeit. Wie? Das kleine Kind in der Krippe soll uns retten? Ich weiß nicht. Wie soll das gehen? Gott selbst will als Kind in diese Welt kommen. Das ist doch unglaublich und großartig zugleich. Ja, Gott will zu uns kommen. Er will jedem Hoffnung und Liebe schenken, der ihm die Tür seines Herzens öffnet. Jetzt bekomme ich eine Ahnung, warum es heißt Heilige Nacht. Jesus macht das Schwere leicht und das Dunkle hell. Das müssen wir heute sagen. Los, macht schnell! Wir hören nun das Weihnachtsevangelium. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, O Herr. In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner des Reiches in Steuerlisten einzutragen. Dies geschah zum ersten Mal. Damals war Quirinius Statthalter von Syrien. Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, hört, was ich euch zu sagen habe. Befehl des Kaisers Augustus. Jeder gehe in seine Heimatstadt, um sich eintragen zu lassen. Männer und Frauen, Alte wie Junge. Alle, ohne Ausnahme. Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt. Denn er war aus dem Haus und Geschlechte Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Ich bin Maria. Gott hat mich erwählt, die Mutter seines Sohnes Jesus zu sein. Erstmal bin ich ganz schön erschrocken, aber auch voller Staunen darüber, dass Gott mir so etwas Großes zutraut. Und so habe ich Ja gesagt, zu Gottes großem Plan. Ich bin der Josef.
Ich bin ein einfacher Mann, aber ich habe ein großes Herz. Ich liebe Gott und liebe meine Verlobte Maria. Es war nicht gerade leicht zu verstehen, dass sie ein Kind von Gott bekommt, dass sie die Mutter Gottes werden soll. Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft. Maria, Maria, du musst ausruhen. Wir halten dort in der Herberge. Ein kleines Plätzchen wird sich dort für uns schon noch finden. Es ist nicht weit. Ich sehe das Feuer von hier. Dort wirst du es gut und warm haben, Maria. Wir erwarten niemanden. Nehmt uns auf, meine Frau bekommt ein Kind. Und wir brauchen Platz. Bitte nehmt uns auf. Wie? Was ist los? Da kann ja jeder kommen mit so einer lausigen Geschichte. Geht doch weg. Habt ihr denn kein Herz? Schaut doch. Haut ab! Um der Barmherzigkeit Gottes willen, nehmt uns auf. Wir lassen niemanden rein. Wer auch immer ihr seid, verschwindet und kommt nie mehr. Maria, wir geben nicht auf. Ich habe gehört, dass es vor der Stadt einen Stall gibt. Lass uns dorthin gehen. Er wird uns zumindest ein wenig vor der Kälte und dem eisigen Wind schützen. Maria gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Manchmal fühle ich so eine Traurigkeit in mir. Ich wäre so gerne reich und berühmt, aber ich bin und bleibe ein einfacher und armer Hirte. Deine Gedanken kommen mir bekannt vor. Auch ich träume heimlich davon, jemand Besonderer zu sein, ein Mann von Welt, den alle kennen. Ja, das wird ein Traum bleiben. Nach uns Hirten fragt keiner. Viel Arbeit, wenig Geld, das ist unser Los. Auch wenn es komisch klingt, aber ich habe mal in den alten Schriften unseres Volkes Israel gelesen, dass einmal ein Retter kommen soll, der alle Kleinen groß macht. Was du erzählst, klingt gut und macht Mut. Wer weiß, vielleicht hast du ja recht. Gott lässt uns nicht allein. Er hat Erbarmen mit allen, die zu ihm sprechen. Ja, Gott ist gut. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen und der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Sie fürchteten sich sehr. Was ist das? Was hat das zu bedeuten? Ein Engel! Ein Bote Gottes! Wow! Was will er uns sagen? Was ist passiert? Unglaublich! Sei leise! Der Engel aber sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Messias, der Herr. Und das soll euch als Zeichen nehmen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach: Verherrlicht ist Gott in der Höhe, und auf Erden ist Friede bei den Menschen seiner Gnade. Der Retter ist gekommen, wunderbar, ein König für Frieden und der Liebe. Ein König, den wir Menschen am Herzen liegen, der die Armen und Kleinen im Blick hat,
Ein König, der so groß ist, dass er sich klein machen kann. Ein König, der mit seiner Gnade die Welt verändert. Ein König, der ein Licht ist für alle, die im Dunkeln sind. Jesus, der König aller Könige. Ihm gebührt Lobpreis und Ehre. Jesus regiert mit Güte und Macht, heute und in alle Ewigkeit. Gloria, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen auf Erden. Ja, Frieden ist das größte und beste Weihnachtsgeschenk. Als die Engel sie verlassen hatten und in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander: Kann es sein, dass Gott uns wirklich zu uns gesprochen hat? Dann hat sich erfüllt, was uns die Propheten gesagt haben. Der große Gott kommt zu uns auf die Erde. Das ist ja unglaublich, das ist ja wunderbar. Gott sei Dank. Kommt, wir gehen nach Bethlehem, um das Ereignis zu sehen, das uns der Herr verkünden ließ. Das will ich sehen, da muss ich dabei sein. Macht schnell! Ja, kommt, wir gehen los. So eilten sie hin und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag. Als sie es sahen, erzählten sie, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, staunten über die Worte der Hirten. Maria aber bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen und dachte darüber nach. Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für das, was sie gehört und gesehen hatten. Denn alles war so gewesen, wie es ihnen gesagt worden war. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Kinder, liebe Schwestern und Brüder im Herrn. Im Krippenspiel haben wir gerade eben auf wirklich berührende und anrührende Art und Weise von der Geburt des Jesuskindes gehört und gesehen. Dieses wunderbare Ereignis von Weihnachten, dass Gott Mensch wird, dass er hineinkommt in unsere Welt. Gott, der Allmächtige, der Herr, der ganz andere, kommt hinein in unsere Welt, wird berührbar, anschaubar, anfassbar, wird nahbar in dem Kind in der Krippe. Das ist die wunderbare Botschaft von Weihnachten. Und die Aussage, dass Gott nahbar wird, hat in diesem Jahr nochmal eine ganz andere Bedeutung. Nähe ist ein urmenschliches Bedürfnis. Und Nähe ist in diesem Jahr durch die Corona-Pandemie zu einem Problem geworden. Wir sollten Abstand halten, sollen zum Teil Kontakte vermeiden. Und wir alle wissen, dass all dies nötig war und ist, um die Verbreitung des Viruses eben einzuschränken. Und gleichzeitig ist Nähe ein Urbedürfnis von uns Menschen. Die Menschen sind darauf angelegt, mit anderen in Kontakt zu sein. Die Nähe
zu anderen Menschen zu pflegen und zu suchen. Der Religionsphilosoph Martin Buber hat einmal gesagt, am Du werde ich zum Ich. Es geht darum, dass wir immer und immer wieder neu die Nähe zu den anderen suchen. Umso schwieriger, umso herausfordernder die Corona-Pandemie, gerade eben auch in dieser Hinsicht. Und so ist die Botschaft von Weihnachten für uns doppelt schön und wichtig, zu wissen, dass Gott uns nahe ist, bedingungslos. Gerade in einer Zeit wie gegenwärtig, die so schwierig ist, so herausfordernd ist, ist es elementar zu wissen, er steht uns zur Seite, er ist uns nahe mit seiner Liebe. Seit 2000 Jahren gehen Theologen der Frage nach, was ist der Grund, warum Gott Mensch wurde? Pur, Deus, Homo, seit 2000 Jahren stellt man sich diese Frage. Und die Antwort immer wieder neu, letztlich aus Liebe, aus unbegreiflicher Liebe zu uns Menschen. Das ist so ein Geschenk, dass er zu uns auf die Welt kommt, eben aus Liebe zu einem jeden von uns. Ich wünsche uns allen von Herzen, dass wir dies wirklich mit Herz und Verstand verinnerlichen. Dass wir spüren, was es bedeutet, geborgen zu sein in Gott, die Nähe Gottes zu verspüren. Die heilige Hildegard von Bingen hat einmal das Wort geprägt, Gott wurde Mensch, damit der Mensch Heimat habe in Gott. Ich wünsche uns von Herzen, dass wir diese Heimat in Gott, diese Heimat im Glauben verspüren. Gerade in diesem schwierigen Jahr 2020 ist es doppelt und dreifach wichtig für uns. Und so wünsche ich uns allen von Herzen ein frohes, ein gesegnetes Weihnachtsfest. Auf das wir spüren, wir sind von Gott unbedingt geliebt. Und auf das wir spüren, was für ein großes Geschenk es ist, dass Gott Mensch wird. Gerade eben im Krippenspiel haben wir, wie gesagt, die Geburt Jesu gehört und gesehen. Es geht darum, dass wir dieses Ereignis letztlich mit Herz und Verstand immer noch mehr verinnerlichen. Und dass es unser ganzes Leben prägt, nicht nur heute am Heiligen Abend, sondern jeden Tag noch. Ich wünsche Ihnen allen nochmal von Herzen ein frohes, ein gesegnetes Weihnachtsfest. So darf ich nun den feierlichen Weihnachtssegen auf uns herabrufen und auf alle Menschen, mit denen wir verbunden sind. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Und so segne, behüte und begleite euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Singet Lob und Preis. Dank sei Gott, dem Herrn.